Marco, aufgestiegen, wie sind die Emotionen? Also es ist Wahnsinn, was wir in den letzten Wochen geleistet haben. Wir haben das wichtige Spiel gegen Burbach verloren, wo wir uns eigentlich viel vorgenommen haben, dass wir da alles reinlegen, um dann den direkten Aufstieg zu schaffen, dass wir die zwei Wochen danach noch vermeiden, weil wir viele Angeschlagene hatten, viele Verletzte. Wir wussten nicht, wie es mit der ersten Mannschaft weitergeht. Und nichtsdestotrotz sind wir jetzt glücklich, dass wir den Pokalsieg und den Aufstieg geschafft haben und dass alle mitgezogen haben, dass alles geklappt hat, dass uns die erste Mannschaft unterstützt hat, die dritte Mannschaft, egal wer, hat sich da nochmal in den letzten Wochen reinkauen. Und man hat gesehen im Training und jetzt im Spiel, dass wir unbedingt den Aufstieg und den Pokalsieg erreichen wollen. Wie seid ihr in das Spiel reingegangen? Habt ihr eure Taktik, Strategie etwas verändert, da ihr ja mit einer hohen Führung reingegangen seid aus dem Hinspiel? Natürlich ist es immer ein komisches Spiel, wenn man schon 3-0 im Rücken hat, sage ich mal, wie gehst du in das Spiel? Aber wir haben uns vorgenommen, wir laufen sie trotzdem vorne an und spielen einfach unser Spiel, weil ich denke, wir müssen uns vor keinem Gegner verstecken und wollten eigentlich hier so früh wie möglich das 1-0 machen. Und man hat dann auch gemerkt, dass uns irgendwann die Kräfte verlassen haben und am nichtsdestotrotz sind wir aus der Halbzeit nochmal gekommen und gesagt, wir geben jetzt nochmal 45 Minuten alles. Und das haben wir komplett als Einheit gemacht und dann haben wir auch verdient das 1-1 gemacht und hätten noch mehrere Tore danach machen können. Das war jetzt die zweite Krone, die ihr euch in der Saison aufgesetzt habt. Das erste war ja der Pokalsieg. Welche ist die wichtigere für dich? Natürlich ist für mich der Aufstieg das Wichtigere. Unser Ziel war es, in die Kreisliga aufzusteigen. Natürlich ist die Klasse dort besser und man hat endlich Linienrichter, was einen in der Saison oft aufgeregt hat. Und natürlich ist der Pokalsieg auch wichtig. Man wird nicht alle Tage in jeder Saison spielt man kein Finale, spielt man keine Relegationsspiele. Dass wir jetzt das Finale gespielt haben, uns Finale gewonnen haben und beide Relegationsspiele positiv gestaltet haben, umso glücklicher. Aber für mich ist der Aufstieg das Wichtigere. Wie wird jetzt gefeiert? Ja, jetzt gucken wir mal, was da vorne abgeht. Neureuth hat Sportfest. Ich hoffe, die haben genügend Bier da und dann schauen wir mal, was der Abend noch bringt. Kurzen Ausblick auf die nächste Saison, die ihr ja in der Kreisliga Karlsruhe spielen werdet. Ja, wir haben 4 Neuzugänge, kommt vom Spielvereinigung Durlach-Aue, Miguel Baltrock und Luis Baltrock, die uns sicherlich verstärken werden. Von Wolfert Zweier kommt Daniel Huber, der schon mal bei uns war und Max Wenz von Auerbach wird zu uns stoßen. Und wir wollen in der Kreisliga nicht nur die Klasse halten, sage ich mal. Wir wollen die Saison so gut wie möglich gestalten. Und dann schauen wir mal, was geht. Wir freuen uns auf jeden Fall auf das Abenteuer Kreisliga und wollen da unseren Stempel den Gegnern auch aufdrücken. Ich danke dir vielmals für das Interview, wünsche dir viel Erfolg und frohes Feiern. Dankeschön.